Hey Leute, willkommen zu A Knight's Quest. Das ist ein Spiel, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber dann wurde mir von den Entwicklern der Trailer geschickt. Und der hat mich schon ein bisschen gehuckt. Und ich zeige euch mal kurz einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Trailer. Man merkt also schon, das Spiel ist echt an Zelda inspiriert und ich finde das ja ganz nice aus. Ich habe mir auch dann mal ein Video angeguckt, wie das Spiel so ist und anscheinend ist das Kampfsystem ein bisschen Müll. Anscheinend ist auch noch ein bisschen verbuggt, aber die Welt soll richtig, richtig toll sein und die Charaktere sollen sehr toll sein. Das soll auch einen guten Humor haben, das Spiel. Das Movement soll toll sein und ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das jetzt wirklich spielt. Und wir spielen hier diesen Boy. Beziehungsweise es ist mein Problem. Die meisten Leute haben kein Problem mit der Kamera. Ich bin halt so ein Schmuck. Ich denke, oh, die Kamera ist zu schnell. Ja, so ist besser. Okay. Okay, Tutorial. Spring. Können wir Doppelsprung machen? Nee. Gut. Es ist das Tutorial. Also wir werden jetzt nicht krass irgendwie was machen, was mich überfordert. Oh, ich kann eine Rolle machen. Wandlauf. Stimmt. Moment. Oh, Buddy. Oh, Buddy. Das ist cool. Rolle. Was haben wir hier? Ein Wasserfall. Ja, das Spiel ist auch ein bisschen länger. Aber ich fand es wirklich interessant und wollte es einfach mal spielen. Feuer macht Aua. Okay. Zumindest anprobieren und dann halt privat weiterspielen. Okay, aber gehen wir mal weiter. Wo muss ich lang? Ich denke mal, das Wasser tötet mich. Können wir das bestätigen? Oh, nein. Wasser ist okay. Gut. Kann ich hier hoch? Nope. Oder vielleicht ein Wandlauf von hier irgendwie? Ne, es geht nur an bestimmten Stellen. Na gut, wenn Wasser mich nicht tötet, dann rollen wir uns mal nach da vorne. Ich weiß nicht, warum wir funkeln, aber wir funkeln. Darauf. Hier lang. Hier über die Bretter, die günstigerweise da liegen. Ein weiter Sprung. Wandlauf. Hup. Und jetzt darüber. Yes! Geschafft. Cool, also hier ist quasi eine Brücke gewesen. Damals. Au, das war laut. Wow, sieht aus, als hättest du recht gehabt, Wally. Da ist eine enorme Höhle unter diesen Ruinen. Das ist bestimmt die richtige, Rusty. Ich heiße also Rusty und wir wurden gerade von Wally angerufen. Meine Nachforschung zufolge liegt vor uns eine gewaltige Menge an Geistesenergie. Dort muss ein Schatz verborgen sein. Weil Geister mögen Schätze. Okay. Ja, Mann, das ist schon cool. Okay, ich laufe erstmal hier weiter. Aber ja, man kann nicht von der Hand weisen, dass es sehr an Zelda inspiriert ist. Finde ich aber nicht schlecht. Ich finde Zelda ist ein gutes Spiel. So, haben wir da vorne schon eine Waffe? Schwert und Schild haben wir. Du hast Schwert und Schild. Ja, sehen wir, wie es hochhebt. Es ist sehr stark an Zelda inspiriert. Muss ja nichts Schlechtes sein. So etwas hättest du wahrscheinlich von Anfang an mitbringen sollen. Ja, meine ich auch. Warum habe ich keine Waffe mitgenommen? Okay, und die aktiviere ich mit X. Oh, sogar wirklich? Ich habe mich verraten. Okay, dann gehe ich in den Kampfmodus. Und er guckt ganz ernst. Okay, ja gut, aber ich laufe erstmal weiter. Hätte ich da runterjumpen müssen? Ich muss wahrscheinlich darüber. Aber ich gehe diesen. Oh Gott, Wurm. Hilfe. Ah, Moment. Ich soll wahrscheinlich. Hallo Wurm. Rolle! Ah, geht den Wurm kaputt? Ja. Ich habe ihn jetzt 20 Mal gehittet. Jump. Okay, also Würmer können vom Boden einfach auftauchen. Und die zerprügel ich mit X. Kann ich auch einen Sprung irgendwie? Direkt einen Move gelernt. Das sieht sogar ganz cool aus. Kann ich auch irgendwie doppelt klicken, dann macht er was anderes? Nein. Okay. Aber es gefällt mir, Mann. Es gefällt mir. Ich mag solche Spiele. Und ich bin übrigens generell ein großer Zelda-Fan. Das wissen vielleicht viele nicht. Wobei, mein Lieblings-Zelda-Spiel ist Zelda Twilight Princess, was ja nicht unbedingt das Lieblings-Zelda von den meisten Leuten ist. Okay, blocken mit LB. Machen wir mal. Oh, dann können wir einfach durchrennen. Dann schlucken wir einfach da die Explosion. Okay, Moment, kann ich auch springen? Out. Okay, Moment. Wir müssen es so machen. Wobei, im Tutorial kann ich anscheinend keinen Schaden fressen. Sonst wäre ich schon längst gestorben. Okay, Sprung. Sprung. Oh, das war knapp. Ich dachte, wir verrecken. Wo muss ich jetzt lang? Also, da vorne geht es natürlich ultimativ weiter. Aber wir gehen erstmal hier lang.
Okay. Das ist ein Zaun, den... Da ist kaputt! Bam! Bam, 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 boom! Okay, geht nicht. Hop. Hier hoch. Hier ist ein Schalter, den ich betätigen kann. Hör! Ach, wie er sich da dran gehangen hat. Finde ich schön. Ah, jetzt geht das Tor auf. Okay. Spielen wir mal ein Rätselspiel auf den Kanal. Oder ein Adventure-Rätselspiel. Haben wir auch, glaube ich, noch nicht gespielt. Ist hier oben was oder ist hier einfach die große Leere? Hier ist einfach die große Leere. Es gibt keinen Fallschaden. Habe ich gecheckt, weil ich ein sehr kluger Mensch bin. Also, komm. Komm mal, du Wurm. Geh kaputt. Geh kaputt. Autsch, autsch, autsch. Hätte ich das blocken müssen. Der lebt aber ganz schön lange, für es einfach nur ein süffiger Wurm ist. Okay, dann muss man weiter. Ja, die Kämpfe sind ein bisschen... Er jumpt einfach davon ab. Bro, du sollst einen Wandlauf machen. Ja, das sollst du machen. Er hüpfte einfach weg. Oh ja, okay. Da war es mein Fehler, sorry. Oh, wir sind auf deiner Seite, kann das sein? Was für einen kranken Umweg haben wir denn jetzt gemacht? Aber wir sind auf deiner Seite. Das zähle ich als Sieg. Ist da vorne eine Abkürzung? Oder gibt es einen alternativen Weg, wenn man da vorne lang geht? Ich werde es nicht ausprobieren, wir gehen erstmal hier oben weiter. Wir erkunden weiter das erste Dungeon, aka das Tutorial. Ich muss Treppen hochrollen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wir machen es mal. Da vorne, das sind Geister bestimmt. Hallo! Oder ein Bosskampf schon direkt, um ein bisschen reinzukommen. Wie wir da stehen. Es gibt auch verschiedene Items und verschiedene Fähigkeiten, das hat man im Trailer gesehen. Wie gesagt, sehr an Zelda orientiert, aber wie gesagt, das muss nichts Schlechtes sein. Kann ich Fässer kaputt machen in diesem Spiel? Ja, gut so. Gut so. Oh, das ist eine Kiste. Autsch, 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 das Geräusch ist viel zu laut. Diese Truhe muss ziemlich alt sein. Ich bin überrascht, dass das Papier überhaupt noch intakt ist. Warnung, möge diese Truhe unvorstellbare Macht verleihen. Diese Truhe ist wirklich unglaublich. Definitiv nicht öffnen. Okay. Tja, viel Glück beim nächsten Mal. Ernsthaft jetzt. Du hast die Truhe noch nicht geöffnet? Willst du nicht wissen, was drin ist? Öffne endlich die verdammte Truhe. Zwing mich doch, blöde Truhe. Na, mach die da einfach auf. Ich meine, ihr seid der Held des Schicksals. Und der ihr, dank eures aufrichtigen Geistes, mit eurer Integrität erwiesen habt, öffnet die Truhe und erlangt eure Krone wieder. O Herrlicher. Irgendwie sind das widersprüchliche Anweisungen. Was denkst du, Basti? Ja, komm, öffne die Truhe einfach. Let's go. Kein D-D-D-D-D. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nein, ich warte. Was passiert da? Okay, die Vase ist stehen geblieben. Die ist nicht runtergefallen. Das war klar. War da nichts drin in der Truhe? Ich hätte gerne einen krassen Gegenstand gehabt. Stattdessen haben wir jetzt hier ein Monster. Ein Boss? Ich weiß nicht, ob ich einen Boss will. Ich habe noch nichts erreicht in diesem Spiel. Nope! Die Höhle stürzt ein, wir müssen fliehen. Oh Gott. Okay, hier unten geht's lang. Okay. Das kann nicht richtig sein. Moment, hier lang? Nein, Hilfe. Da lang? Nope. Sorry, Rusty heißt du, ne? Sorry. Muss ich hier unten rum? Und dann? Spiel! Hier ist nur der Tod. Ja, der ist nur der Tod. Das ist einfach umgekippt mit Wartezeit. Lol. Okay, dann werde ich. Ich habe jetzt gerade überlegt, was mache ich jetzt? Wenn man kippt es um. Der Song ist schön, der da läuft. Klingt schön episch. Komm, wir rollen uns mal zum Schneller. Ich merke, Leute.
der Song ist richtig episch. Natürlich auch aus dem Trailer. Ich mochte dich. Ist cool. Let's go. Weiter. Ja, ja, schön. Weiter, 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 weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt alles. Es gibt, es gibt, es gibt. Weiter, 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 weiter. Hier ist Wasser. Ich glaube. Ah! 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 Nochmal? Nein, ich kann hier durch. Aber was habe ich? Ich habe eine Höhle nichts gefunden. Ein Schild. Ein Holzschild und ein Schwert habe ich gefunden. Okay. Oh. Boah, das ist mir gefallen. Yikes. Das ist ein Riesenskelett. Das ist aus. Amüsieren. Okay. Blocken, angreifen. Ah, oh Gott. Come on, 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 come on. Ah, okay, haben wir geholt. Okay, das ist noch eins. Komm, den nudeln wir, den nudeln wir, den nudeln wir, den nudeln wir. Ich drück mal alle Tasten. Let's go, Champ. Let's go, Champ. Schön. Dein Genick war komisch rum. Okay. Weiter, weiter, raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Raus hier. Ja, kipp um, danke. Perfekt, genau das, was ich wollte. Genau das, was ich brauchte und wollte. Hilfe. Das Spiel ist übrigens im Epic Games Store. Ich muss warten, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, kipp du auch um. Okay. Das war sehr, sehr cool. Weiter. Hops. Rollen, rollen, rollen. Ich ignoriere euch. Ja, 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 ja. Das Level hilft mir. Hat mich alle ausgeschalten. Weiter. Wie groß ist denn die Höhle? Oh, okay, wo kommt die Plattform her? Ernsthaft, wo kommen die her? Die kommen aus dem Nichts. Hier stimmt doch was nicht. Ernsthaft. Hier stimmt doch was nicht. Hier ist irgendwas falsch, Leute. Das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, und laufen. Weiter. Freiheit. Freiheit. Das ist das Einzige, was zählt. Sind wir frei? Ja. Der Kristall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht. Wir sind aber geflohen. Also falls wir den Sturz irgendwie überleben. Es sieht schlecht aus. Ich. Okay, und das war das Intro, anscheinend. Und anscheinend sollen wir es überlebt haben. Wenn wir jetzt in Wasser landen, würde ich sagen, klar. Auch cool, wir fallen quasi durchs Logo, ne? Ja, das ist eine coole Idee. Und wir haben das Wassergeräusch gehört. Okay, stark. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Weil aktuell waren wir in der Höhle und da ist irgendwas mit einem Kristall passiert. Was jetzt weiter passiert, müssen wir rausfinden. Halt wie in jedem Zelda-Spiel im Grunde. Es passiert. Es ist kein Zelda-Spiel. Es ist. Das Spiel wird gespeichert. Hafenstadt von Regalia. Oh. Wie er aufgewacht ist. Er ist mit offenem Mund und dann so. Hallo! Jack. Hey, hey, Rusty! Oh, hey, Jack! Er ist nicht Jack, das ist ein E. Jack. Wie kannst du jetzt nur schwimmen gehen? Hast du Spaß? Hm? Ich wäre fast ertrunken, also, nein, ich hatte keinen Spaß. Ha, ein typischer Rusty. Siehst du diesen schwebenden Kristall? Welchen schwebenden Kristall? Ich glaube, den könnte ich verursacht haben. Ich glaube, den könnte ich verursacht haben. Du? Du sollst unseren Dorf ein nie zuvor dagewesenes Desaster angerichtet haben? Ich kann es erklären. Ein typischer Rusty, habe ich doch gesagt. Ich mag den aber, der hat jetzt eine Frisur wie ich, halt eine schreckliche. Und ist fröhlich, das mag ich. Habe ich dir doch gesagt. Jetzt schnall dich endlich an und hör dir an, was ich heute für einen Morgen hatte. Ich saß nur da, trank etwas Milch. Milch ist Gift übrigens. Als plötzlich, wumm, zack, kabumm. Ich habe die ganze Milch verschüttet, Rusty. Sie ist jetzt alle. Deswegen zu weinen bringt doch nichts, hm? Du hast mich weinen sehen? Das war nicht wegen der Milch. Echt nicht. Ich mag Jack. Aber davon abgesehen, machst du dir keine Gedanken über den schweinegroßen Kristall, der wie aus dem Nichts erschienen ist?
Was ist Schweine groß? Ich meine, Schwein ist so groß. Aber der Kristall ist doch... Der ist so locker groß genug für 5 Schweine. Die ganze Stadt ist im Austicken. Das könnte das Ende der Welt sein. Und es könnte die Milch ausgehen. Milch ist Gift, Mann. Lass uns nochmal reden. Hallöchen mal wieder, Rusty. Ich musste gerade an dich denken. Es hat sich merkwürdig angehört, als es eigentlich ist. Was gibt's? Wer bist du? Rusty, du kennst mich doch. Ich bin Jack. Du hast mich doch eben mit Jack angesprochen. Du sprichst gerade mit deinem besten Freund, Mann. Der mit der coolen Frisur. Ich habe seine Frisur angesprochen. Und er hat wirklich, er hat eine coole Frisur. Stimme ich zu. Ja, genau. Mein bester Freund. Das hat echt wehgetan, Kumpel. Ich werde darüber hinwegsehen, dass du vergessen hast, aber nur, weil wir Freunde sind. Kann ich dich angreifen? Er schluckt es einfach. Echt? Wer hatte Kini mit dem Schwert und einfach so üb. Also beim Schiff war auch keiner. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Was anderes kann ich ja gar nicht machen. Hallo. Da ist noch eine Wache. Kann ich auch nicht lang. Oh. Ein Berg zerschmettert. Fast ertrunken. Einen schwebenden Kristall beschworen. Da sind alle Menschen. Bleib cool, Rusty. Es weiß ja keiner, dass du für das Ganze verantwortlich bist. Oh ja. Eine Menge Menschen. Bürgermeister Munch. Als euer Bürgermeister versichere ich euch, dass wir alles Erdenkliche tun, um den riesigen Lila-Kristall im Himmel zu töten. Wer tötet einen Kristall? Oh Gott, der Kristall lebt! Biff. Fürchtet euch nicht, meine Bürger. Ich habe die besten Nekro-Anwälte des Landes konsultiert und sie haben mich darüber informiert, dass tote Menschen keine Rechte haben. Bist du dir sicher? Weil mit einer Leiche zum Beispiel kann man ja nicht alles anstellen, was ich will. Ich kann eine Leiche nicht einfach in mein Wohnzimmer setzen und mit denen zusammen SpongeBob gucken. Bist du dir sicher, Munch? Munch, denk doch mal nach. Wortspiele! Danke, bitte, der abonniert mich nicht dafür. Mit etwas Teamwork können wir sie mit Mistgabeln niederstechen. Und den ganzen Schlamassel wäre nur erledigt. Ich liebe Mistgabeln. Ich liebe es, Untote niederzustechen. Aber was ist mit dem Kristall? Endlich haben wir eine Verwendung für die ganzen Mistgabeln, wegen denen wir unser Budget verpasst haben. Ich habe einen Plan. Hey, das ist Wally. Die hat auch coole Haare. Sieht ein bisschen Social Justice Warrior mäßig aus. Ich weiß aber nicht, wieso. Das heißt aber nicht. Keine ohne Wertung. Ich hoffe, darin kommen Mistgabeln vor. Und was ist dein höchst mistgabeliger Plan, Wally? Oh. Mistgabelige... Was auch immer hier gerade geschieht, ist es mächtiger, als wir uns vorstellen können. Dieser Kristall erzeugt genug Geistesenergie, um das gesamte Königreich zu zerstören. Wir sollten die Hüter um Hilfe rufen. Es ist ziemlich ihre einzige Aufgabe, unsere Welt zu beschützen. Das ist genial. Gut gemacht. Wirklich klasse. Es sollte nicht allzu schwierig sein, die Hüter zu finden. Was und ich können gleich... Hüter? Seit wann helfen die Hüter jemanden außer sich selbst? Nein, nein, nein. Ich dachte eher an die Geisterritter. Geisterritter? Das sind doch nur Märchen. Versammelt euch und hört euch die Geschichte der Geisterritter an. Der drei stärksten Krieger im gesamten Königreich Regalia. Der erste war Henry, der Große. Geisterritter des Windes. Vom Wind und Himmel gesegnet, stürmt er von Sieg zu Sieg. Der Legende nach rettete er einst ein ganzes Waisendorf vor einem tobenden Feuer mit nichts als seiner Muskelkraft. Hört sich auf jeden Fall krass an, er hat ein gutes Schwert, das würde ich gerne haben. Es folgt Iwaki, der Steinmensch, Geisterritter des Feuers. Wie ist der Steinmensch, der Geisterritter des... Jedenfalls, er war ein Meister der Kampfkunst, so wild und schnell wie ein wütendes Feuer. Mit der Hitze von 1000 Sonnen glühend ließ er blitzschnelle, vernichtende Schläge auf seine Feinde niederprasseln. Und der dritte? Ein Pinguin? Letzte war Ivan. Ne, nicht ganz ein Pinguin. Der Eistyp. Eis stimmt, aber kein Pinguin. Geistesritter des Eises. Er war kühl und stark, wie uraltes Eis. Ein unaufhaltsamer Krieger. Es herrscht. Es heißt, dass nicht seine dicke, gefrorene Haut durchdringen konnte. Wie beim Pinguin. Er war der böse Junge der Gruppe. Okay, aber es sind da nur welche. Die werden wir bestimmt nicht entdecken während des Spiels. Die werden wir bestimmt nicht finden und die werden uns bestimmt nichts beibringen. Zusammen formten sie die Geisterritter. Sie wachen über uns, von den eisigen Bergen, über die feurigen Wüsten, bis hin zu den windigsten Wäldern. Das sagt die Legende, Schätzchen. Und wie wir alle wissen, sind Legenden praktisch Tatsachen, die für bare Münze genommen werden. Warum rede ich denn jetzt so wie Peter Lustig? Beantwortet das deine Frage.
Ich habe keine Frage gestellt. Gut, da es keine weiteren Fragen mehr gibt, solltest Basti und du euch endlich nützlich machen und die Geisterritter finden. Ja. Und stellt sicher, dass ihr alle drei findet, sie bilden einen mächtigen Dreierpack. Sowas in der Art. Wie bei Kickers, der Teufelsdreier. Kennt ihr, wer den Teufelsdreier von den Kickers? Richtig, Rusty, ich bin mir sicher, er ist hier irgendwo. Was redest du da? Da ist er doch. Oh, haha, natürlich. Ich wusste, dass er hier ist und nicht irgendwo anders, weil dann wäre er ja nicht hier. Was natürlich... Hör auf damit. Nun, wenn es keine Einwände gibt, zum Vertrag. Neu. Geisterritter des Windes, muss ich finden. Er denkt bestimmt, dass wir nichts über die Geisterritter wissen, um den wichtigsten Teil der Legende wegzulassen. Pff, ja, nicht wahr? Wer kennt nicht die wichtigste Sache über die Geisterritter? Die wichtigste... Das wichtigste Sache ist... Freundschaft. Ich sag Freundschaft. Wir hatten eben schon einen Teufelsgreier. Freundschaft. So heißt es. Der wichtigste Teil ist doch, die Geisterritter eigens vor den Hütten ausgewählt wurden. Das wäre meine nächste Option gewesen. Sie könnten ein wichtiges Puzzlestück sein, jedoch nicht aus dem Grund, den der Bürgermeister im Kopf hat. Wenn wir die Geisterritter finden wollen, ist der nächstgelegene Ort, an dem wir damit beginnen sollen, der vergessene Tempel. Richtig, der vergessene Tempel. Und der liegt in Richtung Westen, Rusty. Wenn du mich ausreden lassen würdest, wirst du wissen, dass ich Westen sagen wollte. Sei vorsichtig, Rusty. Es ist lange her, seit jemand zuletzt den vergessenen Tempel betreten hat. Man vergisst leicht, wie gefährlich er ist. Ich nehme an, deshalb heißt er auch nicht denkwürdig sicherer Tempel. Inhaltlich? Korrekt. Ja, ich gehe dahin. Ich bleib über die Kopfhörer mit... Aber bitte walkie-talk mich nicht an, weil es war ultra laut beim letzten Mal. Kann ich dich schlagen? Roll, roll, roll dein Boot. Gespeichert. Vergessener Tempel. Stimme ich mal hier rein. Es ist eine starke Energie zu spüren. Anfassen. Ist es nichts passiert? Okay. Hätte mich auch gewundert. Erhalten. Eine Schleimbombe. Ha. Ha. Okay. Was machst du da? Hallo, der steckt einfach nur drauf. Ah, das machst du. Jetzt kommen wir da drauf. Jetzt können wir hier hochspringen und Münzen sammeln. Mhm. Also man muss sagen, die Musik ist echt schön in diesem Spiel. Und für die grafischen Mittel, die sie haben, sieht es auch voll in Ordnung aus, finde ich. Hakamui. Dieser Arm! Ah, welcher Arm? Wessen Arm? Ich hab keine Arme. Ich muss diesen Arm haben. Rückwärts, Salto. Der ist cool. Verstärke deine Waffe, indem du mehrere Angriffe durchführst, ohne getroffen zu werden. Dadurch erhältst du für kurze Zeit Megakraft. Der ist böse? Hallo? Tut mir leid, Armfremder. Ich hätte nicht verlangen sollen, dass du mir deinen Arm gibst. Jetzt habe ich den geredet wie ein Roboter. Das war unhöflich, rüpelhaft und viele weitere Adjektive. Ich bin nur ein wenig durcheinander. Ich war gerade am Meditieren im vergessenen Tempel, als plötzlich ein gewaltiges Beben spürte. Bevor ich überhaupt wusste, was vor sich ging, hatten schreckliche Monster bereits den Tempel übernommen. Ich bin entkommen, als sich die Möglichkeit bot. Aber da drin ist immer noch jemand gefangen. Bist du hier, um zu helfen? Ich suche nach den Geisterrittern. Ist einer von ihnen? Hehehehe, der war gut. Geisterritter, hast du gesagt. Hör zu, lass uns eine Abmachung treffen. Armfremder. Ich hab doch zwei Arme. Siehst du das Treibholz auf deinem Rücken? Oh, das? Das ist mein Prügelstock. So hätte ich es auch genannt, ja. Scheint, als wäre er dein Glückstag. Scheint, als wäre es dein Glückstag. Ich denke, es ist Zeit für eine Verbesserung. Ich habe dieses Schwert und diesen Schild im vergessenen Tempel gefunden. Ich tausche sie gegen deinen Prügelstock. Metallwaffen sind zu schwer für mich. Meine Nudelarme. Ich habe auch Nudelarme. Pakamui, ich fühle das. Du wirst sie brauchen, wenn du tiefer an den Tempel... Jetzt rede ich mit den ganzen... Du wirst ihn brauchen, wenn du tiefer näher kommst. Du hast Schwert und das Schild des Geistes erhalten. Das ist eine der göttlichen Waffen. Deine Angriffsstärke wurde erhöht. Hiermit kannst du mächtige Windmagie wirken. Oh. Oh, wie denn? Das war's? Nicht einmal ein Dankeschön. Dankeschön. Ah, Monster, zeig mir, was du drauf hast, Armfremder. Oh, Oh, das fetzt natürlich. Ich block einmal und dann Konter. Komm, komm, greif an. Greif an, Boy. Ich will kontern. Nee. Jetzt kontern. Alle, mach Doppelschlag.
Oh Gott. Warte, dein Arm. Ich glaube, ich habe eine Idee. In all deinen Ideen scheine ich mich früher oder später immer von meinem Arm trennen zu müssen. Bei diesem nicht. Hast du jemals versucht? Keine Ahnung. Ein Tornado? Was? 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 Wie mache ich das? Oh. Oh, ich habe quasi einen Fernangriff, wenn man so will, ne? Ich kann Tornado bei beschwören. Ah, das ist ganz cool. Okay. Habe ich doch gerade ein bisschen viel Schaden. Moment. So. So, ich bleib mal auf Distanz. Locken. Bam. Bam, 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 bam. Autsch. Ja, man hat nicht so richtig... Ich weiß, was ich jetzt gemeint war mit dem Kampfsystem schlecht. Man hat nicht so richtig ein Feedback, wann der Gegner angreift und wann nicht. Das passiert halt einfach manchmal irgendwann. Und das kann natürlich ein bisschen haarig sein. Aber ganz ehrlich, das an sich schon echt nett. Los, mein Freund. Für was. Hehehe. Danke, dass du mir den Hintergrund hast. Arm, Freund. Du hast doch auch zwei Arme. Du bist zäh, als du aussiehst. Jetzt geh und hilf den Typen, der in den Tempel eingesperrt ist. Woher weißt du, dass du Hilfe brauchst? Hat kein Schwert und Schild mehr. Oh nein, 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 nein. Wir haben keine Zeit für Erklärung. Du musst ihm helfen. Ah nein! Pakamui! Der hat das Schwert und das Schild vom Wind... Was war das? Windgeist, Windgott geklaut. No! Why? Oh, ich kann doch... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute, wie wir weiterkommen. So, und zwar können wir doch bestimmt das hier anvisieren und dann... Mhm. Mhm, mhm. Kalkuliert, wie geplant. Zack, weiter. Auto schon oben. Zack. Ey, das ist cool. Au, 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 au. Weil ich habe eben Wind aus meinem Metallarm geschossen. Ist das normal? Nein, Rusty, das ist nicht normal. Überhaupt nicht. Wie ist das geschehen? Ein verrückter alter Mann. Mit einer Maske. Gab mir ein Schwert und ein Schild. Und bat mich, ein Tornado aus meinen Armen zu feuern. Sehr lustig. Tschüss, Rusty. Ist aber wirklich passiert. Rustys Ausrüstung ist nicht wasserdicht. Er kann zwar die meisten Aktionen immer noch durchführen, doch magische Fähigkeiten funktionieren nicht mehr. Okay, gut zu wissen. Machen wir es von hier. Schwupp. 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 Spiel wird gespeichert. Okay, ich würde sagen, den Tempel machen wir dann in der nächsten Folge, falls ihr noch eine Folge wollt. Ansonsten habe ich das Spiel mal vorgestellt. Das gibt es im Epic Game Store. Das gibt es auf der Nintendo Switch. Ich glaube auf der PlayStation 4. Und auf der Xbox One. Da bin ich mir aber unsicher. Nintendo Switch weiß ich safe. Epic Game Store weiß ich auch safe. Ansonsten, ich fand es sehr nett. Könnt ihr ja mal gucken, wie ihr es fandet. Und schreibt mir mal euer Feedback in die Kommentare. Ich fand es sehr charmant. Und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.